Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich fange mal mit dem letzten Punkt des Kollegen Fliesek an. Also für uns stellen sich mehr Fragen, als dass wir Antworten bekommen haben im Hinblick auf die gelöschten Mails. Es ist kurios, dass ausgerechnet Mails zwischen Bad Aibling und Pullach, die Selektoren betroffen haben, im Jahr 2015 offensichtlich verschwunden sind. Das kann einen im Hinblick auf auch die Feststellungsprobleme, die wir haben, ob nun Sachen gelöscht wurden oder nur disapproved gesetzt wurden, kann das eigentlich kein Zufall sein. Und wir wundern uns über die lapidare Begründung von Seiten der Bundesregierung, dass man hier, um das volle E-Mail-Postfach zu bereinigen, man eben einfach auch mal Daten löscht. Zudem ist anzumerken, finde ich auch kurios, dass diese inzwischen hochstreng geheim, keinem Abgeordneten vorzeigbaren Selektoren damals einfach per E-Mail versandt wurden, mutet doch kurios an angesichts der Aufmerksamkeit und der Einstufung, die diese heute haben. Also wir haben Rückfragen. Wenn das Bundeskanzleramt als Fachaufsicht sagt, ja Gott, wenn E-Mail-Accounts voll sind, dann werden im BND auch einfach mal Daten gelöscht, würde das zahlreiche weitere Fragen im Hinblick auf die Vollständigkeit unserer Akten aufwerfen. Also für uns ist das keineswegs geklärt. Zu den Zeugen heute will ich eigentlich gar nicht groß vorher was sagen. Die Dinge, die dort im Hinblick auf die Befragung von Asylbewerbern gelaufen sind, werden wir heute kritisch mit der Zeugin bewegen. Tatsächlich scheint es ja so gewesen zu sein, dass auch ausländische Nachrichtendienste diese Fragen teilweise legendiert durchgeführt haben. Das wirft im Hinblick auf die Interessen des deutschen Bundesnachrichtendienstes doch einige Fragen auf, wie da Daten und Informationen geflossen sind. Und bei Herrn Mewes geht es um die Verantwortlichkeiten im Bundeskanzleramt ab dem Jahr 2002, 2003. Was war mit dem Freibrief? Welche Verantwortung trägt Herr Steinmeier? Warum hat man den begründeten rechtlichen Bedenken innerhalb des BND am Ende keinen Raum gegeben, sondern die Sache einfach durchgezogen? Wir hoffen, dass uns Herr Mewes da helfen kann. Nochmal eine Nachfrage zu den BND-Mails. Wenn es aber nicht mehr in den Untersuchungszeitraum fällt, selbstverständlich, das ist untersuchungsgegenständlich. Da kommt es nicht auf den Zeitpunkt an, sondern darum, worum es geht. Also wenn Sie es so wollen, die Liste, die wir bekommen haben, die Selektorenliste, die auf unserem Beweisbeschluss hin ausgedruckt wurde, die ist ja auch sozusagen außerhalb des Untersuchungszeitraums entstanden. Und wenn jetzt die Frage, ob diese Liste vollständig ist, ob vielleicht bei der Weitergabe problematischer Selektoren von Pullach nach Bad Aibling die Sachen gar nicht auf Disapproved gestellt wurden, sondern Bad Aibling seine eigene Agenda hatte oder so. Das sind ja genau die Dinge, die wir untersuchen wollen. Dafür brauchen wir diese E-Mail und es kann eigentlich keine zwei Meinungen diesbezüglich geben. Ich habe das eben auch so wahrgenommen, auch bei den anderen Fraktionen, dass man das natürlich wissen will. Und gerade auch dahingehend, ob eben das Bundeskanzleramt seiner Fach- und Rechtsaufsicht nach Edward Snowden gerecht geworden ist, sind das die entscheidenden Fragen. Welche Selektoren wurden dort verschickt und wurde nicht vielleicht, weil wir eben diese Wortproblematik haben, ja, sind Sachen tatsächlich gelöscht worden, wie es auch in unseren Akten steht, oder wurden die nur auf disapproved gesetzt? Ja? Also sind die Selektorenlisten, die im Bundeskanzleramt liegen, vollständig oder wurden vielleicht auch Sachen gelöscht? Dieser Frage müssen wir nachgehen und dafür sind selbstverständlich die wöchentlichen E-Mails zwischen Bad Aibling und Pullach wesentlich, um das nachvollziehen zu können. Vielen Dank.